Liebe Zuschauer, herzlich willkommen, einen wunderschönen guten Abend bei timetodo.ch. Die Sendung haben wir vor 2 Tagen aufgezeichnet, weil das alles gar nicht an einem Abend so möglich gewesen wäre. Gleich sehen Sie es, wenn ich Ihnen unsere Gäste vorstelle, denn wir haben mal die Praxis bei uns ins Studio verlagert. Ich freue mich, dass Sie da sind und Ihnen viele nützliche Informationen geben können zum Thema Gesundheit, zum Thema Schönheit, zum Thema Schlanksein und noch vieles mehr. Ich freue mich. Christina Hertig, ja. Daniel Hertig, jetzt muss ich nachschauen, Sabine Gsell und bei uns auf der Liege heute als das Versuchskaninchen der Roland Blumer. Roland, ich hoffe, du weißt, was du machst. Wir haben bei uns heute im Prinzip die Praxis, die haselhalde.ch heißt und dort ein sehr breites Spektrum anbietet. Du bist die Gründerin der Praxis. Ja. Wie bist du überhaupt zu dem Thema gekommen? War das schon immer so, dass du dich mit medizinischen oder gesundheitlichen Thematik beschäftigt hast? Oder wie war so dein Lebensweg dahin? Nein, ich habe natürlich nicht sofort in der Gesundheit gearbeitet. Wir hatten jahrelang zusammen eine Werbeagentur, also ich komme aus der Werbung, und habe aber schon ziemlich bald gesagt, und mit 50 bin ich sicher nicht mehr in der Werbung. Es ist mir zu hektisch, es ist mir einfach zu schnell und der Nachwuchs ist einfach besser. Mhm. Aber man muss man auch einmal einsehen. Also wenn man die Werbung ist eine Trendgeschichte, ja, und genau. Natürlich hängt der Jüngere immer stärker am Trend. Ja, genau. Ja, und dann wollte ich eigentlich ursprünglich, habe ich dann gedacht, ja, so Tierheilpraktikerin oder so etwas möchte ich machen. Bin dann aber durch die Krankheit, mein Vater hat Alzheimer, bin ich auf das Wort Kinesiologie gestoßen. Dann wurde das mir noch einmal, zweimal, dreimal zugetragen, dieses Wort, das ich vorher überhaupt nicht kannte. Dann habe ich gesehen, nachgeschaut, was ist das überhaupt? Und dann habe ich gedacht, ja, das könnte ich doch machen. Habe dann die Ausbildung begonnen als Kinesiologin, wunderschön, wunderbarer Beruf. Mhm. Und habe dann auch gerade noch Ernährungsberaterin angehängt. Ich habe auch eine NST-Ausbildung dazu gemacht und bin so einfach immer so von einem zum nächsten gekommen. Und heute ist es in einer gesamten Praxis. Ihr arbeitet dort zu dritt oder gibt es noch mehr? Also wir haben noch eine Mieterin eines Raumes und die macht Massagen, Sportmassagen und Kraniosakraltherapie. Ah, ist da noch eine Ergänzung zu eurem Angebot. Die Praxis gibt es wie lange? Die ersten Klienten hatte ich 2004. Ah, dann schon 10 Jahre letztendlich auf dem Buckel, 10 Jahre Erfahrung. Und wenn ich mir die Prospekte so anschaue, die eure Praxis auslegt, dann steht da fit und schlank im Liegen geht das. Dann werden wir nachher sehen, wenn der Roland aufsteht, wiegt er nur noch die Hälfte. glaube ich, brauchen wir eine Sendung gar nicht fertig machen, wenn die Bude voll von morgens ist. Aber wie gesagt, die Wunderabteilung, sage ich immer, ist woanders. Ja. Dann steht da, suchen Sie ein neues Körperbewusstsein, suchen Sie Linderung Ihrer Körperbeschwerden, sind Sie in einer Phase der Neuorientierung, und dann steht hier, schön und schlank mit Garantie, wünschen Sie sich einen schönen Körper. Jetzt klingt das ja erstmal, wenn man das liest, als wäre das ein Schönheitssalon. Ja. Ist es mit, oder? Ja. Aber es geht da nicht um Schminken und nicht um Haare färben, sondern es geht um das Thema Schönheit kommt von innen. Jawohl, genau. Und die kommt über die Ernährung, über das Sein, über das sich annehmen, einfach über alle Kanäle. Was wirst du uns nachher zeigen beim Roland? Ich stelle das Living Life Gerät vor. Das ist so ein Gerät, das die Muskeln dazu anregt, sich zu bewegen. Am besten zeige ich das immer am Bauchmuskel, weil da sieht man schön, wie er sich bewegt. Und auch der Klient spürt wirklich gut, was überhaupt passiert. Mit diesem Gerät können wir von der obersten Muskelschicht bis in die tiefsten Rumpfmuskulaturen, die ja uns auch stabilisieren und uns halten, können wir da so wie Fitness von außen machen, eben fit im Liegen. Mhm. Und dieses Thema Fitness von außen, funktioniert es nur, solange ich immer wieder zu Behandlungen komme, oder hat es irgendwann einen Abschluss und dann ist es so, wie es ist?
Also da, wir machen am Anfang eine Bioimpedanzanalyse und da sehen wir auch, wie ist der Mensch aufgebaut, hat er zu viel Fettanteil und zu wenig Muskelanteil. Dann kann man mit diesem Gerät den Muskelanteil aufbauen und wenn dann ein guter Zustand da ist, dann kommt der Klient vielleicht noch einmal alle 4-6 Wochen, einfach zum Erhalten. Das ist ja wie wenn sie ins Fitness gehen, dann nachher, wenn die Leute ins Fitness gehen, dann hören die ja auch nicht auf, wenn sie fit sind, sondern sie wollen das auch erhalten. Und das ist, und da ist ja auch klar, dasselbe. Wenn ich Fitnessstudio dann aufhöre, geht auch der Muskel wieder zurück, wenn ich ihn nicht trainiere. Andere Dinge, kennt man das. Und was man auch dazu sagen muss, ist natürlich, dass das ist kein Ersatz für Bewegung, für Sport, für andere körperliche Enttüchtigungen, sondern ist eine Ergänzung. Oder zum Aufbauen halt. Zum Das heißt, in dem Moment, wo ich mich entscheide und sage, so Schluss jetzt mit Völlerei und Süchten, jetzt mache ich da mal einen Strich drunter und fange an, meinen Körper bewusster zu erleben. Das heißt natürlich dann auch, ihn kennenzulernen, ihn zu reinigen. Vorhin habe ich das Wort schon gehört, entgiften und entschlacken im Vorgespräch. Da kommen wir auch nochmal gleich zu. Wenn du jetzt zu ihm rübergehst, was machst du als erstes? Ich schließe ihn an mit den Patches und dann erkläre ich ihm, weil er ja auch das erste Mal hier ist, wie es sich anfühlt und damit er nicht erschrickt, fange ich ganz, ganz weit unten an mit dem Mikrostrom und der Rest ergibt sich. Der Rest ergibt sich. Also, dann kannst du schon mal gehen und an ihm da arbeiten. Wir werden das sehen, ob man gleich irgendwelche Schreie hört. Ich frage, ob ich Schmerz unterdrücken kann. Ich habe das Mut zu. Wir fragen ihn dann nachher auch mal, wenn er in der Behandlung ist, was er spürt und wie sich das bei ihm im Körper anfühlt. Jetzt komme ich erst noch mal vielleicht zu dir. Christian Hertig. Danke. Du arbeitest auch mit in der Praxis, aber deine Zielstellung ist ein bisschen eine andere. Du bist nicht so sehr der therapeutisch Arbeitende, sondern was machst du? Also ich arbeite schon therapeutisch, aber mein Hauptarbeitsgebiet ist auch die Betreuung von der Therapeuten. Einerseits im Stoffwechselbereich, auch jetzt im Bereich von MAP und den Produkten von Dr. Reinwald. Und Therapeuten, die dann auch mit Living Life arbeiten möchten, Therapeuten, die Richtung Schönheit sich entwickeln möchten oder Richtung Entgiftung, Entschlackung. Also alle Sachen, die wir entweder selber entwickelt haben, also sowohl Bellatio als Schönheitskonzept wie Regulatio als Entschlackungskonzept, haben wir über Jahre entwickelt, auch aufgrund von Basis von Wissen, das schon da ist, haben wir weiterentwickelt und kombinieren es mit Living Life, weil wir von diesem Produkt extrem und von diesem Konzept extrem überzeugt sind. Jetzt ist ja dieses Thema Übergewicht, ist ja so eine, ich sag mal, Volkskrankheit. Wir wissen, ich glaube, in Deutschland jeder Dritte mittlerweile, in der Schweiz jeder Vierte, in Amerika ist noch schlimmer, tragen viele überflüssige Funde mit sich rum. Und alle Sachen, die du eben gesagt hast, sind ja eigentlich da, nacheinander so zu machen. Das nützt ja nichts, wenn einer jetzt mit Wahnsinnsübergewicht und ich sag mal einer vollen Müllhalde auf den Tisch liegt und lässt seine Muskeln da aufbauen. Ich glaube, das wird nicht viel Sinn machen. Erst muss es ja mal so funktionieren, ich sage immer den Vergleich, wenn ich heute einen Altbau renoviere, tue ich auch nicht erst die neuen Möbel reinstellen, sondern erst tue ich mal den alten Dreck raus und mache die Wände neu und was weiß ich, bevor ich neue Sachen rein tue. Ist es bei euch im Ablauf auch so, wenn ich als Klient zu euch komme und sage, oh, ich fühle mich unwohl und habe hier zwickt's und dort zwickt's? Das Erste, was gemacht wird, habe ich vorhin so von der Christina verstanden, ist eine Analyse. Wo ist überhaupt der Hund begraben? Dann wahrscheinlich geht es in das Thema Entgiften, Entschlacken hinein. Ja. Und da hast du eben von einem Produkt gesprochen, was du uns auch mitgebracht hast. MAP steht da drauf. Was ist das? Das ist eine Master Amino Pattern. Das ist eine Aminosäuren. Das heißt, die sind die 8 essentiellen Aminosäuren im genau richtigen Verhältnis und in der genau richtigen kristallinen Form. Und mit einem Kollegen zusammen, er hat eine eigene Firma, betreuen wir die ganze Schweiz. Das Produkt hat einen Vorteil, es ist nach 23 Minuten schon im Blut. Das heißt, es muss nicht verdaut werden, weil von der Struktur es vom Körper sofort erkannt wird. Das heißt, es geht schon im Zwölffingerdarm auf und wird sofort vom Blut aufgenommen. Die Riesenvorteile sind also, man hat keine Ammoniakbildung von Proteinstoffwechsel im Darm.
Man hat keine Entgiftung über die Leber und keine Entgiftung über die Niere, weil das alles wegfällt. Mhm. Und das heißt, es ist ein Mittel, das besonders jetzt bei Gesundheitsproblemen, Energieproblemen, einfach generell auf der ganzen Bandbreite wirkt, weil alles, was wir im Körper sind, hat einen Zusammenhang mit Aminosäuren. Also jegliche Immunsystem, alles was Biochemie ist, hat immer irgendwo einen Zusammenhang mit Aminosäuren und deshalb können wir sehr vieles damit ansteuern. Ja. Das heißt, dort werden letztendlich den Menschen erstmal der erste Schritt gegeben. Stoffwechsel bedeutet ja die Verarbeitung der ganzen Dinge, die ich zu mir nehme, dass das ordentlich verarbeitet wird und die Stoffe, die der Körper braucht, an die Stelle transportiert werden, wo sie auch gebraucht werden. Genau. Also ist immer der erste Schritt, den Body mal wieder auf einen Punkt zu bringen, wo er dann aufgebaut werden kann. Genau. Das heißt, wenn der Patient zu der Christina kommt, wird bei der Bioimpedanzanalyse angeschaut und auch aufgrund der Gespräche, auf der Anamnese geschaut, wie gesund ist er eigentlich. Oder? Weil grundsätzlich kommen ja die Leute, wenn es um Gewichtskontrolle geht, die sind noch relativ gesund, aber haben vielleicht schon die ersten Gebrechen, also Gebrechen im Sinn von Problemen. Und dann merkt sie relativ schnell, hallo, da ist schon so viel, wie du gesagt hast, Müll da. Da müssen wir sofort eine andere Therapie vorschalten, bevor wir hier gehen. Also insofern hast du recht. Die Therapie hier ist aber auf dem lymphatischen Weg, das heißt im Bauchraum, enorm entgiftend. Das heißt, über die Muskelkontraktion, durch die Bewegung der Muskeln, dass alle Organe wieder am richtigen Ort platziert, den Darm richtig durchblutet wieder durch die Muskelkontraktion, das wird man nachher sehen, haben wir eine enorme lymphatische Entgiftung. Das heißt, wenn der Patient in einem guten Gesundheitszustand ist, ist das perfekt. Ist er nicht in einem so guten Gesundheitszustand, besonders wenn es um intrazelluläre Probleme geht, also Nervensystem, schalten wir ganz sicher eine intrazelluläre Entgiftung dazu oder sogar vor. Jetzt gehen wir mal rüber und schauen mal bei der Christina. Jetzt sieht es ja hier schon ziemlich wild aus. Den Roland haben sie schon auf die Trage gebunden hier, dass er nicht wegspringen kann. Erzähl uns mal, Christina, was du jetzt gemacht hast. Also ich habe das jetzt, die Pads, angeschlossen ans Gerät. Und sie sind so angeordnet, dass man wirklich so die Muskelkontraktionen sieht. Ah, ich bin am Ende. Ja, jetzt lasse ich dich. Okay. Nein, komm noch mehr. Das ist Sport. Also, du hast ihn mit diesen Pads angeschlossen und hast dann an diesem, wie heißt das Gerät? Living Life. Living Life Gerät hast du Einstellungen vorgenommen. Jawohl. Was hast du da genau gemacht? Ich habe angefangen mit 5% Herz. Das gibt so ein ganz leichtes Gefühl von Strom. Mhm. Weil das arbeitet ja mit Mikrostrom, das ist der gleiche Strom, den wir sowieso im Körper haben. Mhm. Und dann habe ich mit 5% angefangen und bin dann immer so in der Pause, weil das arbeitet so, das Ticken, das ist ja der Rhythmus, den es hat. Ja. Und immer wenn es nicht die Kontraktion hat, dann bin ich 5% höher gegangen. Ich bin jetzt bei 25%, das ist noch nicht sehr hoch, aber man sieht doch, Wie die Muskeln arbeiten, sobald die Kontraktion kommt. Dann zuckt er immer. Ja. Also der Muskel zieht also sich zusammen. Also der Muskel, das ist so wie Kniebeuge machen. Also wirklich so der Sit-Ups, das ist wirklich so. Oder wenn ich auf dem Rücken liege und hebe meinen Oberkörper, dann tun sich natürlich die Bauchmuskeln anspannen. Und das ist genau das. Und bei ihm ist es jetzt 25% und je nachdem, wie fit das jemand ist, kann man bis zu 60-70%. Caroli. Also er ist das erste Mal drauf. Ja. Er weiß nicht, wie es geht. Die Sabine tut mir mal kurz bitte assistieren und hebt ihm das Mikrofon hin. Jetzt wollen wir ihn mal fragen. Roland, wie fühlt es sich an? Es ist ziemlich ein Kribbeln und man merkt wirklich, wie der Muskel sich zusammenzieht. Und etwa die ist ein bisschen stärker. Und ich habe jetzt schon festgestellt, wenn ich mich ein bisschen beruhige, ist es angenehmer zum Arbeiten. Zum Annehmen. Ah, aber es ist nicht unangenehm, oder? Nicht eigentlich, nein. Es ist wirklich ein bisschen ein Kribbeln. Ich merke einfach, dass ab und zu der Muskel wirklich noch ein bisschen mehr zusammengezogen wird. Aber sonst ist es eigentlich angenehm. Mhm. Und man kommt in Schwitzen.
Dankeschön, dann schauen wir mal nachher, ob er auch noch so spricht. Jetzt, da geht es dem Roland jetzt rein um schlank werden oder um schlank und fit zu werden? Ich denke um schlank und fit und vor allem auch wieder entschlacken, entgiften. Das sind halt die meisten. Und viele Männer kommen halt einfach mit dem Bauch und da haben wir ziemlich schnell ziemlich gute Erfolge. Wenn Sie sich denn auch ein bisschen an die Ernährungsumstellung halten. Es war jetzt gar nicht meine Frage, weil ich meine, wenn auf meinem Speiseplan bloß Pommes mit Mayo stehen, dann wird es natürlich schwierig. Dann wird es sehr schwierig, ja. Gesund und fit sein. Ja. Das heißt, es geht auch einher. Es ist nicht nur erstens mal das Checken des Patienten, des Klienten, was ist mit ihm überhaupt. Ja. Dann zweitens, wie es gerade der Daniel erklärt hat, die unterschiedlichen Therapieformen, sondern es hat auch noch was mit Ernährung zu tun. Ja. Auf jeden Fall. Das heißt, ihr beratet die Leute auch? Mhm. Und wir wissen ja, ist ja klassisch, Männer lagern ein an Brust und Bauch, Frauen mehr an Taille und Hüfte. Und wenn ich manchmal Leute auf mich zukommen sehe und sehe dünne Beine, dünne Arme, aber einen dicken Bauch, weiß ich, der ist nicht dick im eigentlichen Sinn, nach dem Motto frisst die Hälfte, sondern der hat einfach die falsche Ernährung. Das heißt, der Körper hat ein Notprogramm und lagert ein. Er hat immer Angst, er kriegt nichts mehr, deswegen schiebt das einfach ins Bindegewebe und somit werden dann die Männer immer vorne rum voluminöser. Man kann das generell so sagen, wenn man hier zu dick ist, dann isst man zu viel. Das ist falsch und was unten ist, ist halt Veranlagung. Also alles, was hier kommt, ist falsches Essen, falsche Ernährung. Mhm. Und gilt das grundsätzlich so bei allen oder gibt es da auch immer wieder Abstufungen, die auch teilweise, sag ich mal, wir haben Stoffwechsel eben gehört. Ja. Das ist ja auch dieses Fatale, wenn der Stoffwechsel ja nicht funktioniert. Warum funktioniert er nicht? Weil ihm Stoffe fehlen, dass er funktionieren kann. Genau. Und da fängt ja das ganze Übel dann an und baut sich immer mehr auf. Ja. Das heißt, ihr beurteilt ganzheitlich alle Punkte, die dazu führen, dass ein Mensch keine Leistung mehr bringt, nicht mehr fit ist, übergewichtig ist. Und somit natürlich kommt ein großes Unwohlsein. Und das ist immer meistens der erste Schritt dann. Kann auch irgendwann Depression und dann das ganze psychische Thema kommt hinterher. Genau. Mhm. Wie viele Patienten habt ihr mit dieser Methode denn schon behandelt, Christian? Also das Gerät ist in Europa das erste Gerät, das in einer Praxis angewendet wird und ist seit Januar jetzt in der Schweiz. Also das heißt, wir sind jetzt 3 Monate und ich habe mich nicht so vorbereitet, es sind etwa 80 Patienten, schätze ich. Oh, aber schon eine ganze Menge. Ja, ja. Mhm. Und ihr habt mir ein paar Bilder mitgebracht, da möchte ich auch nochmal drauf gehen, wenn die Regie mal meinen Laptop ans Bild bringen kann. Da sehen wir jetzt einige Abbildungen und zwar schalten wir mal um auf den Laptop. Ja, super, danke schön. Da sehen wir jetzt ein paar Bilder, die sehen die Zuschauer auch gleich, wo wir verschiedene Personen haben, die, fangen wir mal oben links an. Daniel, wenn ich jetzt da die Frau sehe, die war ja da relativ breit. Ja. Und wenn ich das Bild jetzt rechts sehe, hat sie ja wieder eine richtig ansehnliche Figur. Genau. Welcher Zeitrahmen? Da steht unten, Living Life steht. Oben. Steht immer der Zeitrahmen. In 24 Tagen, das ist ja fast ein Traumergebnis. Ja. Also, liebe Zuschauer, wenn wir ganz nach links oben, ich mache das bei mir am Computer mal ein bisschen größer, dass Sie das besser sehen können und bringe das dann nochmal ins Bild. Dann machen wir vielleicht noch ein bisschen größer. So, und jetzt fahren wir das wieder hoch und da sehen Sie dann, bei der Dame da, die Sie jetzt links oben sehen, 24 Tage, das heißt innerhalb eines Monates, wissen wir in Kilogramm ungefähr, was die Dame an Gewicht verloren hat? Also auswendig weiß ich nicht, das sind nicht wahnsinnig viel Kilogramm, vielleicht etwa 6 Kilogramm sowas. Also es sieht mir so aus, als wenn so wie das ganze Überflüssige, was an Einlagerung da war, einfach weg ist. Genau. Ist das Ausleitung? Ist das, womit hängt es zusammen? Wird verbrannt oder was passiert denn? Also es ist einerseits natürlich Ausleitung, weil wir hier jetzt im genetischen Bereich sind, also im Bereich vom Po. Und auf der anderen Seite natürlich Fettdepots, die weg sind, also beides. Also es ist lymphatisch abgeführt worden. Aber es ist ganz klar, die Dame hat sich streng an die Ernährungsumstellung gehalten, wollte auch natürlich erfolgreich sein.
Wir zeigen natürlich klar am liebsten die besten Erfolge, das ist ja logisch. Die Leute, die sich daran halten, die haben dann auch Erfolg. Das ist das, was wir zeigen. Ich meine, das ist ja auch so im Training, egal was du machst. Ich sage, wenn du der beste Läufer werden willst, dann musst du es laufen trainieren, laufen, 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 bis es erreicht hast. Genau. Und so ist es natürlich auch, ich sage immer, sich den Bauch oder den Hintern hinzuessen, das geht immer ruckzuck, aber es wieder wegbringen, da sind wir dann in einer anderen Liga. Genau. Wenn wir uns die nächsten Bilder anschauen, auch da war ja die Dame, sieht man auch wieder ganz links das Bild, wo sie den roten Slip trägt, dass natürlich Oberschenkel und Hintern recht kräftig ausgeprägt sind. In der Mitte sehen wir dann, strafft sich das schon und rechts sieht sie fast aus, als wäre es gar nicht die gleiche. Na gut, sie hat sich ein bisschen gebräunt dort, aber sie ist fast muskulös. Und jetzt auch 70 Tage ist jetzt ja auch nicht so die Welt, das sind zweieinhalb Monate. Ja, genau. Und auch ein fantastisches Ergebnis. Und das heißt, Sie kommen, wie oft müssen Sie denn diese Behandlung machen in den 70 Tagen? Dort steht es, also sind 18, glaube ich. 18. 12 Living Life Body Behandlungen in 70 Tagen. Also 12 waren es, ja. Mhm. Wann war das? Wie lange ist das her? Also das ist jetzt seit Januar. Seit Januar. Seit Januar, ja. Gibt es auch eine Rückmeldung, weil viele haben ja Befürchtungen vor einem sogenannten Jojo-Effekt oder Domino-Effekt. Ja. Das heißt, jetzt bin ich wieder schön schlank, jetzt lebe ich mein Leben weiter und plötzlich, buff, im halben Jahr, zack, habe ich es wieder. Da werden wir natürlich auf den Punkt draufheben. Wir wollen, dass der Patient im Prinzip im Programm bleibt, aber den Rhythmus ändert. Also es ist ja nicht das Ziel, dass er so weiter in Behandlung bleibt, sondern dass er nur die Erhaltung macht. Und da bekommt er die Beratung dazu, also selbstverständlich weiterhin in der Ernährung. Er bekommt ganz eine einfache Ernährungsberatung, wo er selbst das umsetzen kann und regelmäßig in der Therapie bleibt. Und das ist abhängig von der Qualität, wie viel Sport das er macht, von der Qualität, wie er sich ernährt. In den meisten Fällen, wie meine Frau schon gesagt hat, etwa 6 Wochen ist der Durchschnitt, dass man regelmäßig kommt. Das ist also wie ein Fitness-Abo, aber im Gesundheitsbereich. Hört sich aber gut an, vor allen Dingen, wie gesagt, Fitness ist ja das, was wir brauchen. Wenn wir fit sind, dann haben wir mit unserem Körper auch keine gebrechlichen Probleme und wir haben einfach viel mehr Lebensfreude und viel mehr Wohlbefinden. Mhm. Deswegen gehen wir noch ein Bild tiefer. Da haben wir noch eine junge Dame, die um den Bauch rum ein bisschen zugelegt hat. Sieht man jetzt da. Und rechts daneben 12 Behandlungen. Wenn ich jetzt das oben und unten vergleiche, ich gehe jetzt da noch mal ein bisschen hoch mit dem Cursor. Wenn ich recht in der Annahme bin, waren das da oben auch 12, ja? Auch 12 Behandlungen in 70 Tagen, 12 Behandlungen in 120 Tagen. Ist es am Bauch schwieriger, wie zum Beispiel so an Hüfte und an dem Hintern? Keinesfalls. Es ist so, dass sie natürlich viel weniger abnehmen musste und sie wollte eigentlich nur einen straffen Körper haben. Also hier geht es um Ästhetik. Ah, okay. Hier geht es klar um Ästhetik. Also das ist eine ästhetische Veränderung, wo Leute sich stören, dass über der Hose noch ein Bauchfalte zu sehen ist. Solche Sachen. Ja. Sehen wir auf dem nächsten Bild rechts ja richtig deutlich. Da sieht man links, das war das, was wir vorhin gesagt haben, ne? Ja. Frauen, Hüfte, Taille, da ist jetzt ein klassisches Thema. Ganz links, die hat einen ganz schlanken Oberkörper, schlanke Arme, nur eigentlich um die Partie, so ab der Taille nach unten bis zu den Schenkeln ist richtig kräftig. Und da wird es natürlich beim Hosenkaufen auch eng. Und jetzt muss man da sagen, 12 Behandlungen in 39 Tagen, das ist wieder für mich so das Verblüffende. Und man sieht, da ist einiges passiert am Bauch. Die hat wieder einen richtig tollen, straffen Bauch bekommen. Gut, sie hat breite Hüften. Das ist natürlich, und da können wir natürlich nichts dran verändern. Aber wir sehen es an den Oberschenkeln und auch am Bauchraum, wie sie schlanker geworden ist. Und auch da 39 Tage, also es ist revolutionär. Es ist schon irre, was da für ein Ergebnis zu sehen ist. Dann gehen wir mal noch eins hoch. Da haben wir, glaube ich, noch einen Herrn der Schöpfung. Ach nee, die Männer trauen sich nicht so. Ja, Mitte sehen wir es auch wieder ganz deutlich. 6 Behandlungen in 17 Tagen und auch ein tolles Ergebnis. Da links war der Bauch doch schon ein bisschen schwabbelig und rechts ist er wieder richtig toll geworden. Und da haben wir einen. Gut, den kann man ja noch angucken. Da gibt es andere Modelle. Ja. Also auch, man sieht den kleinen Bauchansatz. Und wisst ihr ungefähr noch das Alter von dem Mann? Der da oben zu sehen ist, wisst ihr nicht mehr? Ja, 39. Okay.
12 Behandlungen, 60 Tage, ganz deutlich auch zu sehen. Auch die Brust ist kleiner geworden, der Bauchansatz ist weg. Wenn der jetzt noch ein bisschen trainieren würde, würde ich sagen, wäre der in kürzester Zeit, hätte er wieder richtig sportliche Figur. Und das macht schon einiges aus. Ist es jetzt generell so, dass du sagen würdest, alle, die mit ihrem Stoffwechsel, mit ihrem Gewicht ein Problem haben, sind in der Behandlung richtig? Oder gibt es Thematiken, wo du sagst, wenn das Übergewicht durch was auch immer zustande kommt, da sind uns Grenzen gesetzt? Ja, natürlich, wenn das Übergewicht über die Schilddrüse kommt oder einfach, weil die Leber nicht gut arbeitet, muss man natürlich zuerst da ansetzen. Aber das ist etwas, was wir eigentlich relativ schnell merken, wenn da nichts geht. Das habe ich jetzt gerade eine Klientin gehabt, da ist einfach nichts gegangen, das ist nicht normal. Sie hat sich an den Plan gehalten, sie ist an das Gerät gekommen, das ist nichts passiert. Und dann habe ich sie natürlich zu ihm geschickt. Er arbeitet mit dem Oberon-Gerät und da haben wir gesehen, aha, die Leber arbeitet schlecht. Aha, also wenn ihr dann feststellt, es hat eine organische Ursache oder so, dann muss man erst mal dahin gehen und muss dieses Manko beseitigen, dass der Patient wieder auf einem Status ist, wo dann auch die Maßnahmen, die er macht, greifen können. Jawohl. Wie lange gibt es das eigentlich, Christian? Wann wurde das entwickelt? Also in Amerika, das ist ein amerikanisches Gerät und im 2007 wurde das in Amerika auf den Markt gebracht und nachher ist es nach Asien gegangen und jetzt eben seit Januar ist es hier in der Schweiz und die erste Praxis überhaupt in Europa, die so arbeitet. Ja. Ja, liebe Zuschauer, spannende Geschichte haben wir jetzt gehört. Jetzt gehen wir kurz in die Werbeunterbrechung. Dann sprechen wir nach der Werbung nochmal mit dem Roland, werden dann auch die Sabine integrieren, was sie in der Praxis noch macht. Also bleiben Sie dran, wir sehen uns gleich nach der Werbung. Liebe Zuschauer, herzlich willkommen. Time to do Shop on Top, jeden Morgen von 7 bis 8 Uhr. Produkte, die ich Ihnen bei meinen Sendungen vorgestellt habe, die Sie kennen, hinter denen ich stehe. Ich freue mich auf Sie morgen früh von 7 bis 8 Uhr. Time to do Shop on Top. Wir sind wieder zurück nach der kurzen Unterbrechung. Bei mir heute im Studio, ich möchte mal sagen, fast die komplette Praxis, praxishaselhalde.ch. Drei Themen stehen im Vordergrund, entgiften und entschlacken, die Schlankheit oder das Gewicht zu reduzieren und natürlich die körperliche Fitness und Gesundheit. Dazu gibt es verschiedene Methoden. Wir haben jetzt schon einiges gehört, was das Entgiften und Entschlacken betrifft. Da geht es auch in den Bereich der Nahrungsergänzung hinein, der Ernährungsberatung, was ein ganz wichtiger Punkt ist. Wenn man seinen Körper in den Griff kriegen will, reicht es nicht nur aus, dass man sich bewegt oder eine Therapie macht, die hier vorgeführt wird. Nein, auch die richtige Ernährung und der Lebenswandel spielen immer noch eine Rolle. Und wie die Christina auch gesagt hat, auch die Bewegung darf deswegen nicht unterlassen werden. Denn wie gesagt, unser Körper braucht seine Natürlichkeit und mit dem Wissen, was wir heute haben, können wir auch etwas nachhelfen. Jetzt gibt es auch noch ein paar andere Bereiche und bei uns sitzt noch die Sabine Xell. Sabine, was ist dein Part in der Praxis haselhalde.ch? Also mein Part ist, dass ich in der Schmerztherapie arbeite nach Liebscher und Bracht. Das ist eine Ausbildung, eine Osteopressur-Ausbildung. Das heißt, ich gehe auf die Schmerzrezeptoren und versuche, diese auszuschalten. Weil die meisten Menschen sind durch die falsche Haltung, durch die mangelnde Bewegung, fehlende Bewegung, kommt es zu Verkürzungen, zum Beispiel wenn man jetzt am Schreibtisch arbeitet, man ist vorne übergebeult oder beim langen Autofahren. Das heißt, die Bauchmuskulatur vorne ist verkürzt und die Rückenstrecker sind zu lang. Und das heißt, die Bandscheiben, die Wirbelkörper, die Gelenke bekommen so viel Druck und das halten sie einfach auf die Dauer nicht aus. Und wir machen die Schmerztherapie mit speziellen Dehnungsübungen, Engpassdehnungsübungen, um einfach in die Gegenbewegung zu kommen. Das heißt, das, was ich mir im Prinzip an Gebrechen angeeignet habe, zum Beispiel durch Übergewicht, weil das belastet alles viel mehr, oder durch einfach falsche Haltung, durch zu wenig Information. Ja. Auch Mangelernährung kann ja zur körperlichen Belastung führen und dann zu Schmerzen. Wie hoch ist das Verhältnis von den Leuten, die zu euch kommen, die einmal das Problem Übergewicht haben und verbunden mit Schmerzen? Ist das häufig der Fall? Ja. Also gerade wenn man halt Übergewicht hat, das geht natürlich auf die Kniegelenke, auf die Hüfte, dann kommt die Arthrose und mangelnde Bewegung. Menschen, die halt etwas völliger sind, sage ich jetzt mal, bewegen sich meistens ja auch nicht so viel. Es fällt einem ja auch schwerer.
Und klar, durch die Gewichtsabnahme, das Muskeltraining und die Schmerztherapie ist das einfach ein ganz tolles Gesamtkonzept, was man da anbietet in der Praxis. Dieses Zusammenfügen von diesen einzelnen Dingen, und wenn du sagst, Schmerzen, jetzt gibt es ja vielerlei. Ich sag mal, nehme ich mal das Thema Migräne, ist immer wieder was, was mich in der Sendung trifft. Jetzt kann es ja sein, ich habe ganz normales Gewicht, aber mir platzt schier der Kopf. Ja. Hast du da auch Möglichkeiten, da zu helfen? Ja, ja, genau. Also Migräne, Tinnitus, alle Schmerzen eigentlich am Bewegungsapparat. Wenn das die Arthrose ist oder der Bandscheibenvorfall, auch wenn die Schädigung vorliegt, und das sieht man ja durchs MRT oder Röntgenbild, kann man einfach durch die Entspannung der Muskulatur, wird der Schmerz reduziert. Also das heißt, als ob sich die Muskulatur öffnet. Das heißt, es sind ja die Nerven, die Gefäße betroffen, die Lymphe. Und es ist wie, wenn man einen Garnschlag hat, und der wird immer enger und enger. Das heißt, wir haben schlechte Versorgung mit dem Blut, der Abtransport, der Stoffwechselschlagen ist schlecht. Und wenn man das dann wieder aufdehnt, das heißt, es kann alles wieder besser fließen. Also eine ganzheitliche Thematik. Genau. Wir fangen an, wir analysieren, wir tun erst mal gucken, dass der Müll aus dem Körper rauskommt, der eigentlich nichts da drin zu suchen hat. Dann kriegt der Klient auch die Empfehlungen, was er an seiner Ernährung umstellen soll. Dann geht's in das Thema Bewegung hinein, wenn ich es richtig verstanden habe. Wenn aus seinem Thema auch noch Schmerz resultiert, wird zu dieser Thema Bewegung und Beweglichkeit auch der Schmerz analysiert. Dann wird die Ursache festgestellt, wo kommt der Schmerz her, und wird daran gearbeitet. Genau, genau. Und jedes Gebiet hat seine eigenen Schmerzpunkte, die Schmerzrezeptoren, und die dann geschaltet werden. Also zum Beispiel, wenn jemand kommt mit Migräne, dann habe ich hier hinten vom Trapezius bestimmte Punkte und die drücke ich dann. Und dann muss er zu Hause auch diese Dehnungsübungen machen, die sind ganz wichtig. Ich mache die mit ihm in der Praxis zusammen, erkläre sie ihm genau und die macht er zu Hause dann. Und so eine Übung, die dauert ungefähr 2,5 Minuten und das bringt sehr, sehr viel. Also man ist es beides, er muss einfach auch mitarbeiten. Es klingt mir aber stark so durch. Wie ist da eure Erfahrung, dass viel eigentlich, für mich ist alles so Zivilisationskrankheit, zu wenig bewegen, zu viel und falsch essen und so. Und in dem aufgeklärten Zeitalter, wo wir eigentlich leben, dürfte es doch gar nicht sein. Oder? Wenn ich mir das überlege, es dürfte eigentlich gar nicht sein, weil wir wissen eigentlich ja alles, ne? Und tun es trotzdem nicht. Merkt ihr, dass das zunimmt? Ja, einerseits ja, andererseits, es hat Leute, die sind offen, dass sie es auch zulassen, dass sie etwas ändern müssen und ändern wollen. Und da hat es natürlich immer noch sehr viele Klienten oder einfach die noch nicht Klienten sind von uns sind, die es irgendwie noch auf die Seite schieben. Der Körper kann ja 70% seiner Energie verbrauchen. Und du merkst praktisch nichts. Du schläfst da schlechter, hast vielleicht Verdauungsbeschwerden und. Aber grundsätzlich funktioniert die Maschine. Und beim 71% fängt es an definitiv zu happen und geht es nicht mehr. Aha. Und normalerweise geht dann der Patient zum Arzt. Und wir versuchen natürlich in der Prävention, unsere Spezialität ist ja gesund zu altern. Altern ist nicht ein Problem heute, aber gesund zu altern ist das Thema. Mein alter Spruch, ein Indianer stirbt gesund. Genau. Oder? Und das ist das Thema. Die Leute, die die Augen öffnen und sagen, ich bin auch bereit, etwas zu machen, das sind unsere Klienten. Und das sind auch die Klienten unserer Therapeuten, oder ist klar. Okay. Wenn wir jetzt unseren Zuschauern hier einmal die, falscher Knopf, die Website zeigen, dann finde ich auf der Website auch noch einige andere Informationen. Jetzt steht da drauf Praxis Haselhalter, dann steht Living Life, da wissen wir, da geht es um dieses System. Und dann steht noch drauf Bellatio, Regulatio und Vivatio. Was kann ich mir darunter vorstellen? Christina. Bellatio ist die Schönheit von außen. Mhm. Da sind wir in der glücklichen Lage, dass wir auch wieder zusammen mit jemand anderem ganz tolle dermazeutische Produkte in der Schweiz verkaufen können, die von Deutschland kommen, von Dermazeutica. Und mit diesen arbeite ich auch. Und das heißt, ich mache eine Mesotherapie. Mhm. Das ist mehr so das weibliche Thema mit Gesicht und so. Und das ist auch ein männliches Thema. Brauchen wir Männer, die so. Ja. Aber das ist schon. Ja. Mit der Mesotherapie können wir sehr hochwertige Hyaluronsäure
ziemlich gut in die Haut einschlägt. Ach, das ist dieses Faltenthema und sowas, wo man immer dann hört, dass sich da die Stars und Sternchen irgendwelche Schlangengift ins Gesicht spritzen und so. Nein, also kein und Schlangengift. Wir machen nichts mit Schlangengift, sondern ach, natürliche Basis? Natürlich, ja, und kann man ja nur natürliche Basis einschleusen. Alles andere wäre ja gefährlich. Sehr schön. Und das andere, wie heißt es, Vitalio? Also das eine ist Regulatio. Mhm. Also Regulatio ist die Entschlackung und Entgiftung, eben hauptsächlich intrazellulär. Regulatio ist auch für Leute, die wirklich, sage jetzt mal, das schön und gesund Altern auf die Fahne schreiben möchten, die eigentlich in die Tiefe gehen möchten und mehr wissen möchten, wo fangen die Alterungsprozesse an. Und die Leute, die informieren wir natürlich dann auch stoffwechseltechnisch mit der dritten Firma, die ist in Deutschland angesiedelt, die verkauft dann die Stoffwechselprodukte, die es braucht, damit der Patient relativ schnell zu seinen Resultaten kommt, das heißt, damit Preis-Leistung stimmt. Wenn ich das alles immer so höre, auch mit Nahrungsergänzung, und ich habe ja da schon einige Sendungen gemacht, immer mehr komme ich zu dem Schluss, dass es heute, und das haben ja auch Ernährungswissenschaftler bestätigt, nicht mehr möglich ist, gesund und fit zu bleiben, wenn man ganz normal isst. Also ganz normal, muss ich immer sagen, der Zuschauer hat oftmals die Möglichkeit nicht, er arbeitet und lebt im geschlossenen Kreis. Und wenn er dann irgendwas ändern muss oder was essen muss, wo geht er hin? In den Supermarkt, klar. Und dort findet er halt, ich sag immer, Mangelnahrung. Das heißt, wir finden zwar Füllmaterial, aber keine Lebensmittel mehr. Und da liegt unser großes Problem. Die Ernährung macht uns immer mehr Probleme, obwohl wir im 21. Jahrhundert volle Supermärkte. Ein Professor gab mir vor kurzem eine Information, dem er schrieb, wir leben in einer schizophrenen Zeit. Unsere Supermärkte quellen über vor Produkte und Angebote. Und die ersten Menschen gehen wieder zu den Ärzten mit Mangelkrankheiten. Und das kann man sich eigentlich gar nicht vorstellen, mitten in Europa, dass die Menschen Mangelkrankheiten haben. Mhm. Aber man sieht an der Ernährung, die wir zu uns nehmen, zum Beispiel übermäßiger Weizenkonsum ist sowas davon, dass wir uns nur füllen, aber nicht mehr ernähren. Und da könnt ihr auch wieder Hilfestellung geben, dass die Menschen einfach die Information bekommen, was ist gut für sie, was sollten sie zu sich nehmen und vor allen Dingen, was sollten sie sein lassen, so Süßgetränke und sowas zum Beispiel, blanke Horror, ja. Aber die Menschen machen es. Jetzt wollen wir mal schauen, wie sieht's aus denn mit unserem Patienten? Roland, wie geht es dir? Ja, es ist sehr spannend, also es zieht einem wirklich alles zusammen. Ich merke es bis in die Knie runter. Und es ist anspruchsvoll. Du hast noch ein paar Minuten, jetzt wollen wir dich da noch mal ein bisschen in Ruhe lassen und nachher, wenn es fertig ist, sprechen wir noch mal, wie du das fühlst und ob du dir vor allen Dingen das so vorgestellt hast und ob du es weitermachst, das sind die Dinge, die wir noch wissen wollen. Ich habe hier noch ein Flyer zum Thema Bellatio, da steht drauf, schön und schlank mit Garantie. Jetzt ist ja das Wort Garantie gleich was, wo die Zuschauer sofort aufwachen und sagen, wie, Garantie? Garantie ist ja gut. Weil Garantie heißt, wenn es nicht funktioniert, Geld zurück. Ja. Kann man das? Ja. Kann man das garantieren? Ja, wenn sich die Klienten daran halten, was wir ihnen sagen, dann garantieren wir das. Ich meine, das Bild von der jungen Frau, die da drauf ist, spricht für sich. Sie ist sehr schön und jetzt habe ich auch erfahren, es ist die Tochter. Und da muss ich sagen, wenn dies Ergebnis von eurem Wissen ist, dann habe ich perfekt gemacht. Wirklich, muss man sagen. Und alle diese Thematiken, die ich hier lese, sind immer in der Ganzheitlichkeit zu betrachten. Das heißt, natürlich kann ein Klient zu euch kommen und kann sagen, ich will einfach diese Bellatio-Schönheitsanwendung, alles andere habe ich im Griff. Gut, jeder entscheidet für sich. Aber empfehlen würdet ihr immer eine komplette Analyse erst einmal, um zu sehen, was ist mit ihm, wo hat er das Problem, um dann auch diese Themen regulieren zu können. Also meistens kommt der Klient eben, will jetzt eine Mesotherapie und während der Behandlung kommt man ja ins Gespräch und dann erzählt er vielleicht irgendwo, ach wissen Sie, und immer wenn ich dann Berge runtergehe, dann machen mir die Knie weh und so. Und da kann ich dann einhaken und sagen, ja, also das könnten Sie ja einmal anschauen. Haben Sie schon lange diese Kniebeschwerden oder haben Sie es nur, wenn Sie runtergehen oder wenn er Übergewicht hat oder Sie Übergewicht hat, kann ich natürlich auch da das ansprechen. Wir sagen einfach, was wir machen können, was dann der Klient annimmt, das ist ja dann seins. Mhm. Wir bieten einfach an. Das heißt, wenn er zu dir kommt mit einem speziellen Wunsch,
hat er immer die Möglichkeit, sich generell checken zu lassen, jawohl, um festzustellen, gerade weil du so sagst, Knie ist ja auch so eine Geschichte, wenn die mal richtig Probleme machen, dann ist auch die Lebensfreude dahin, dann kann man sich nicht mehr ordentlich bewegen. Also ich sage immer, Leute, achtet auf die Symptome. Wenn es anfängt, gleich achtsam sein, weil dann kann man noch regulieren. Sonst muss man immer der Thematik hinterherrennen. Und auch sonst, wenn ich die Leute im Gesicht behandle, dann sieht man im Gesicht sieht man ja auch vieles. Mhm. Kann ich ja auch einmal etwas ansprechen. Sage, haben Sie Probleme mit der Niere oder ja? Und da geht es wieder auf das Thema Antlitzanalyse hinaus. Ja. Das heißt, irgendwann, klar, wenn man jahrelang das macht, irgendwann sieht man die Anzeichen, die Leute tragen es ja. Vor kurzem habe ich ein Buch gelesen, das ist, glaube ich, 1898 geschrieben worden von einem Dr. Louis Kuhne, Gesichtsausdruckskunde. So lange wissen wir das schon. Mhm. Was wird heute in der Medizin gemacht? Nix. Mhm. Es ist immer wieder dasselbe. Ich sage, da gibt es über 100 Jahre Erkenntnisse, wo den Leuten, theoretisch sage ich, könnte jeder Lehrer das morgens in der Schule alle Kinder anschauen und sagen, bei dir stimmt der Wasserhaushalt nicht, du musst da aufpassen. Mhm. Es würde gehen. Und er würde einfach auch motivieren, das zu tun, aber das scheint in unserem Bildungsauftrag nicht enthalten zu sein. Nein. Vielleicht verändert sich das mal. Bevor wir zum Roland kommen, du hattest vorhin von den Therapeuten gesprochen. Wenn ich das so höre, muss ich eigentlich sagen, müsste das Gerät ja bei jedem Sportmediziner stehen. Auf jeden Fall. Es ist eine Ergänzung zum Sport. Es konkurrenziert in keiner Art und Weise den Sport, weil du damit die Muskeln aufbauen kannst, bis in die Tiefe, also bis in die unterste Schicht am Knochen, wo du eigentlich mit normalem Training nicht hinkommst. Und es ist gleichzeitig ein therapeutisches Gerät, also es kann doppelt genutzt werden. Also einerseits, um den Muskel zu stärken, aber wenn wir es therapeutisch nutzen, dann unterstützen wir den schwachen Muskel zum Antagonisten vom starken Muskel, also Rücken, Bauch und so weiter. Mhm. Also das heißt, es ist ein multifunktionales Gerät, aber es bleibt immer in der Gesundheitsecke. Das heißt, obwohl er jetzt eigentlich 600-700 Sit-Ups macht, von der Theorie her jetzt, er macht es ja nicht, sondern das macht jetzt die Maschine, ist klar, er ist auch jetzt am Schwitzen, er arbeitet also. Und das kann man so miteinander kombinieren. Also Fitnesscenter, die offen sind für solche Sachen, das konkurrenziert das Fitnesscenter nicht. Das konkurrenziert keine Praxis, das konkurrenziert keinen Masseur, niemand. Weil der Masseur irgendwann mit 50, 55 hat er Rückenschmerzen, weil er selber so viel drücken muss. Und mit 50, 55 merkt er, es geht nicht mehr weiter, ich kann es nicht mehr. Dann ist er froh, wenn die Maschine ihm die tiefen Muskulatur übernimmt und er macht dann die einfachen Sachen. So kann man das extrem geschickt mit allem kombinieren. Es ist komplett kombinierbar mit praktisch jeglicher manuellen Therapie, aber wie wir gesehen haben, auch mit Ernährung, mit Schmerzen und Entgiften. Also das ist ja gerade, was die Sabine macht, ist ja gerade da ideal. Sportler haben ja oft das Problem, sie gehen an ihre Grenzen. Das heißt, sie tun sich überbelasten. Genau. Und dann fängt es an, weh zu tun. Und dann ist ja der Weg eigentlich Sportler und dann Muskel auf. Wäre ja ideal, die Kombination. Und andersrum habe ich ja auch eine ähnliche Problematik im Reha-Bereich. Ich habe jetzt, was weiß ich, wir haben ja leider da ein ganz schlimmes Beispiel, der Michael Schumacher, ein Sportsmann vor dem Herrn, und hat ja sein ganzes Leben, hat er Vollgas gegeben und dann durch so eine blöde Geschichte haut's den jetzt weg. Jetzt habe ich gelesen, er wiegt nur noch 55 Kilo. Also alles das, was ich an Muskeln natürlich auch aufgebaut habe, verschwindet dann komplett. Und wenn ich jetzt so einen Unfall hatte, sagen wir nicht so schwer und wollen wir auch hoffen, dass er wieder auf die Füße kommt. Ich habe das selbst mal erlebt, mit jungen Jahren hatte ich einen Motorradunfall, war 6 Wochen erstmal in der Klinik mit so Eisen überall drin und dann 3 Monate krank und dann musste ich danach, also es war irre, den Fuß, der sah aus, den konnte ich fast in eine Flasche reinstecken, so dünn war der, alle Muskeln weg. Kann ich mich da auch schneller aufbauen? Wenn ich hingehe und sage, Mensch, ich müsste jetzt mein rechtes Bein wieder mehr aufbauen, würde dann das System auch helfen? Ja, also man macht ja dieses Krafttraining, dieser Muskelaufbau, was ja auch großer Sinn der Sache ist. Also wer auch in Reha-Maßnahmen mit absolut einsetzt. Besonders links, rechts, wir haben es bei MS-Patienten eingesetzt. Ja. Eine MS-Patientin hatte einfach von der Steuerung her des Hirns ein Bein, das nicht mehr richtig funktioniert, das andere ja. Nach vier Behandlungen ist sie eine Nacht tanzen gegangen. Nee. Doch, nach 4 Behandlungen. Klar, sie war noch in einem Stadium, wo sie gut laufen konnte. Nach 4 Behandlungen waren die Beine wieder ausgeglichen. Die Beine haben wieder die Rückmeldung sauber dem Hirn geliefert, sie konnte tanzen. Auch interessant. Bei MS ist ja auch so eine richtig übliche besonders Geschichte. Differenzen, ja. Jetzt schauen wir mal dahin.
Unser Patient ist befreit. Ja. Roland, wir haben es eben vom Daniel gehört. Das, was du jetzt gemacht hast, im Vergleich wären ein paar hundert Sit-Ups. Ich sehe es an deinem Gesicht. Du merkst es auch, dass es ein paar hundert Sit-Ups waren. Wie war es jetzt für dich während der Behandlung? Wie fühlst du dich jetzt? Also ziemlich schweißgebadet im Moment. Ziemlich schweißgebadet. Ich merke es, also, es tut jetzt immer noch. Also ich habe das Gefühl, die Muskeln arbeiten jetzt immer noch da drin. Und ich habe immer noch das Gefühl, ich sehe noch ein bisschen unter Strom. Also man sieht an deinem Body, du bist ja ein richtig muskulöser. Du hast ja bestimmt mal viel gemacht, dass du die Muskeln kriegst. Jetzt mit der Zeit setzt sich immer ein bisschen was an, das kennen wir. Also ich denke, das liegt vom Beruf her. Ich bin Heizungsmonteur und ich arbeite immer körperlich, jeden Tag. Wollte ich jetzt sagen, Rohre, Trage, Schneider, genau. Und so, da ist einiges zu machen. Und was war für dich der Entschluss, das jetzt zu machen? Ja, ich kenne Toni von vorher schon und er hat mich auch gefragt, ob ich da etwas machen mit ihm. Und ja, ich bin eigentlich fast ins Wasser gerührt worden. Das blieb er noch immer. Aber ist interessant wäre auch, macht er es weiter oder war er nur im Studio jetzt dabei? Also, das wissen wir nicht. Wir haben völlig neutral jemanden genommen, der noch nie eine Behandlung hatte. Der wusste nicht, was er bekommt. Also, das war für uns einfach damit es authentisch ist. Er wusste nicht, was er bekommt. Er wusste, dass es eine Muskelkontraktion ist, dass es Gewichtskontrolle ist. Mehr wusste er nicht. Oder? Absicht. Würdest du das weitermachen? Jetzt heißt es Farbe bekennen. Die Frage ist wahrscheinlich das Resultat, oder? Ob es jetzt wirklich. Das muss man messen. Ja. Wie es weitergeht. Also ich denke, ich werde sicher ein, zwei nochmal so Sitzungen machen. Und dann, also wenn es weiter so wirkt, dann glaube ich schon. Ja. Wenn wir das durch. Tust du mal in der Kontrolle den Umfang noch mal messen, Christina, um mal zu sehen, ob wir bei einer Behandlung bereits ein messbares Ergebnis haben können? Ah, das ist der Hammer. Durch die Behandlung in den 40 Minuten waren das jetzt vergleichbar. Wie viel sind das? 600, 700, sowas. Boah. Das schaffst du gar nicht. 600 Sit-Ups. Allerdings ist es auch nicht gut für den Rücken dann wieder. Ah, genau. Das kommt ist auch nicht so ideal. Genau, ich tue mich ja einseitig belasten, ja, wenn ich das mache. Ja, genau. Wir wollen ja nur den Bauchmuskel stärken. Mhm. Wenn er Rückenschmerzen hat, muss man den Bauchmuskel stärken. Ja. Ah, okay. Mhm. Also, das ist da oben, da ist es nur einen halben Zentimeter. Mhm. Und da unten ist es 3,5. 3,5 Zentimeter. Über dem Bauch 3,5 Zentimeter weniger. Ja. Oh, das ist aber. Das bleibt so. Das bleibt so. Außer er isst sich's wieder an. Außer er geht jetzt, jetzt mal hoch ins Restaurant, schön mal einen dicken Teller hier. Nee, aber es ist verblüffend, innerhalb von 40 Minuten 3,5 Zentimeter Bauchumfang zu verlieren. In dem Moment, was macht er? Er stärkt die Muskeln und was passiert mit dem Fettgewebe oder mit dem Eingelagerten? Das Fett verflüssigt sich und das wird nachher über die Lymphen abtransportiert. Das heißt, also er muss jetzt ganz, ganz viel trinken, jawohl. Ja, Wasser trinken, ganz das wichtig. Gehört natürlich dazu. Mhm. Wenn du dich entschließt, Roland, das weiterzumachen, dann bitte ich würde gern mal das wissen, wenn er noch 3-4 Behandlungen macht, wie er sich fühlt, wie er zufrieden ist mit dem Ganzen, das könnte man dann in der Mittwochsendung noch den Zuschauern mitteilen, weil wir haben ihn jetzt kennengelernt, er hat es angefangen, gut war, dass er es das erste Mal gemacht hat, so sind wir am Start mit dabei, denn natürlich ist es so, das betrifft mich auch, wenn du als Mann irgendwann so einen Bauch kriegst, das sieht einfach nicht sexy aus. Und es muss ja auch nicht sein. Ja, wissen wir ja auch. Und jetzt kommt der Sommer wieder, wollen natürlich die Männer auch ihre Bikini-Figur wieder haben. Ja. Und da muss man was tun. Ich fasse mal zusammen. Das heißt, in der Praxis Haselheide ist eine ganzheitliche Anwendung. Das heißt, Gesundheit basiert sich auf ordentlicher Ernährung, auf einen gesunden Stoffwechsel und natürlich auf das richtige Idealgewicht zu kommen. Wenn in der Kombination schmerzhafte Dinge sind, entweder die durch Überbelastung gekommen sind oder durch ständiges Übergewicht, durch ständiges sich einseitig bewegen und so, kann da auch mit den Therapieformen, die Sabine Geselter anwendet, mitgeholfen werden. Das heißt, wir haben eine runde, eine ganzheitliche Betrachtung der Thematik Übergewicht, der Thematik Schönheit, der Thematik Stoffwechsel.
Wir wissen, dass es bei Reha-Maßnahmen, bei Sportlern eigentlich ein ideales Einsatzfeld gibt, um die Muskeln wieder aufzubauen. Wenn ich jetzt in den Normalmensch hineingehe, sagt er ja immer, ich bin gesund und ich bin fit. Und wir haben oft gehört, dass dann plötzlich irgendwann der Knall kommt, weil wir nicht körperbewusst sind. Das heißt, wir sehen die Signale nicht mehr oder wir spüren die nicht mehr, die uns unser Körper gibt. Würdet ihr empfehlen, dass man grundsätzlich in einem Rhythmus mal in eine Praxis geht, sich einfach checken lässt? Wie siehst du das, Christina? Ja, auf jeden Fall. Auf jeden Fall. Aber nicht so wie das jetzt in der normalen Arztpraxis passiert, sondern wirklich so, dass man schaut, wie stehe ich, was habe ich für ein Gewicht, wie sieht meine Haut aus. Das wird wirklich ganzheitlicher betrachtet. Also nicht einfach Blut abnehmen und Puls messen und Blutdruck messen und gleich ein Röntgenbild machen. Nein, individuell. Nein, sondern wirklich individuell wird da der Mensch betrachtet. Und du hast ja eben ein paar tolle Sachen auch gesagt, wie sieht die Haut aus? Ja. Ist ja auch sowas, das wissen wir alle, haben wir irgendwann auch schon mal gehört, je größer die Poren im Gesicht, desto größer die Übersäuerung im Körper. Ganz alte Geschichte, warum kriege ich ganz große Poren? Weil die Säure irgendwo raus will, der Körper will die rausschieben, weil sie für ihn nicht gut ist. Und da sieht man das, ich sage gerade Männer, mir sind da so die, wenn die Nase rot wird und die Poren so groß wie Krater auf unserer Nase, dann sollte man mal dran überlegen, was wir eigentlich falsch machen. Weil ist natürlich nicht gut. Und wir wissen auch, dass das ganze Thema Übersäuerung von den vielen Berichten, die es gibt, immer so der Einstieg ist in viele der sogenannten Zivilisationskrankheiten. Ja. Und da haben wir ein Problem. Ich kann nur noch so viel sagen. Erstmal ganz lieben Dank, Roland, dass du dich als Versuchskaninchen zur Verfügung gestellt hast. Ganz, ganz herzlichen Dank. Toll. Auch danke an dich, Sabine, das Thema Schmerz, ein ganz wichtiges. Und die Ergänzung in der Praxis, fantastisch. Die Eheleute Hertig, ganz vielen Dank, dass ihr gekommen seid und das alles mal vorgestellt habt, was für Möglichkeiten es gibt. Und der Zuschauer hat natürlich jetzt ein breites Wissen bekommen über die Sendung. Sie zu Hause können dieses jetzt alles sich einmal in Ruhe überlegen, ob Sie nicht so einen Termin machen und sich einmal checken lassen. Und dann ist es ja immer so, wer von uns will nicht schön sein. Schönheit liegt aber, wie gesagt, in uns und nicht von außen. Und man muss erst beginnen mit innerer Schönheit und dann kann man mit ein paar Farbtupfern noch das Äußere hinzufügen. Das war unsere Sendung heute. Sie haben jetzt ein schönes Wochenende und wir sehen uns nächste Woche wieder. TimeToDo.ch ist Ihnen präsentiert worden von Bali Berseri.